Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing des Nuki Smart Lock. Ja, also ich habe überlegt, endlich mal mit Smart Home anzufangen. Das allererste, was mir bei Smart Home direkt immer ins Gedächtnis kommt, ist so, ja, Lampen und so ein Kram, also Lampen, LEDs, die man überall verteilt. Aber habe ich überlegt, brauche ich das wirklich? Und einerseits, ja, es ist ganz cool, Lampen zu haben, die an und ausgehen, wenn man den Google Assistant da zu befragt. Aber ich habe ein relativ kleines Zimmer und ob ich jetzt die zwei, drei Schritte noch dahin gehe zum Lichtschalter und das Licht ausmache, das macht nur für größere Häuser Sinn. Und habe ich gesagt, okay, was ist denn noch ganz witzig? Oder nicht ganz witzig, sondern eher essentiell wichtig. Und da ist mir ein smartes Türschloss direkt so aufgeploppt, einfach weil ich schon so oft die Situation hatte, dass ich vielleicht mal früher Schulschluss hatte oder allgemein es irgendwie hieß so, ja, jemand ist zu Hause oder ich habe einen Schlüssel vergessen und, und. Es gibt immer wieder Gründe, warum ich einfach keinen Schlüssel habe. Und ich habe halt immer mein Smartphone mit dabei, aber keinen Schlüssel. Oder meistens dann zumindest in solchen Situationen. Und dann habe ich überlegt, okay, bevor du dann immer, oder ich bin schon öfters dann eine halbe Stunde vor der Tür gestanden, bis irgendjemand dann kam und mir glücklicherweise dann noch die Tür aufmachen konnte. Aber was ist, wenn es halt wirklich nicht so ist und man irgendwie, weiß ich was, ganz früh nach Hause kommt? Da kommt das smarte Schloss ins Spiel. Und deswegen habe ich überlegt, okay, informiere dich doch mal drüber. Und dann ist mir, hab ich ein bisschen recherchiert, dann gibt es sowas wie Dana Lock und den ganzen Kram. Und Nuki war mir dann aber so ein bisschen am sympathischsten, kann man so sagen. Und dann habe ich die mal angeschrieben und die meinten so, ja, kein Problem, schicken wir dir mal vorbei, sag mal, was du davon hältst. Deswegen hier Disclaimer, ich habe das Ganze von denen zugeschickt bekommen. Aber keine Provision oder dafür erhalten oder auch jetzt kein Zettel bekommen, was musst du denn jetzt sagen? Deswegen nur als kleiner Disclaimer, ich arbeite oder wie es immer so schön heißt aus dem Englischen, da gibt es ja den YouTuber Mr. Mobile, der dann immer so ein Disclaimer ans Ende setzt, wurde von Deutschen auch schon kopiert, deswegen sage ich das jetzt auch nochmal, ich arbeite für euch und nicht für die Firmen. Passt nämlich ganz gut, ist ein toller Satz, der das relativ einfach zusammenfasst. So, dann packe ich mal den Karton hier weg und habe den zweiten Karton. Das ist die Combo. Da ist das Schloss drin plus die WLAN-Bridge, damit man das auch nicht nur von zu Hause aus, sondern auch von unterwegs aus auch kontrollieren kann. Funktioniert mit Alexa, ne, ihr wisst Bescheid, mit dem Google Assistant und mit Apple HomeKit, also mit allen drei gängigen Standards. Was ist denn drin? Das Smart Lock macht dein Smartphone zum intelligenten Schlüssel und die Bridge bringt dein Smart Lock online. Auf der anderen Seite haben wir dann hier das WLAN, was letztendlich in die Bridge reingeht, was letztendlich ins Türschloss reingeht, was letztendlich per Bluetooth verbunden wird. Und auf der Seite haben wir dann noch verschiedene Texte. Ja, Smart, Simple, Secure und Remote. Zu der ganzen Sicherheitssache. Natürlich muss man sich ordentlich überlegen, ob man ein Schloss nimmt, was dann letztendlich von der Technologiefirma oder ein technologisches Schloss hat. Weil da sind wir Deutschen ja so gerne. Ich vergleiche das gerne mit Bargeld und mit Kartenzahlung. Also nur weil jetzt eine Sache mit Technologie verbunden ist und das andere nicht, heißt es ja nicht, dass es jetzt unsicherer ist. Auch normale Schlösser können geknackt werden. Und wenn Leute wirklich in euer, in eu, in euer Heu, wenn Leute wirklich in euer Haus wollen, dann schaffen sie es auch irgendwie. Ah, das ist eine, oh Gott, das ist auch nochmal gesealed. Deswegen kriege ich es nicht auf. Zack. Da haben wir es. Hier haben wir dann einmal die drei Sachen. So, jetzt sieht man es besser. Einmal die Bridge, die packt man dann wie so ein Router-Ding, packt man in die Steckdose und dann verbindet sie das Schloss mit dem WLAN. Dann haben wir hier einmal ein Nuki, wahrscheinlich mit QR-Code. Achso, tell your friend, um Feedback zu geben. Dann haben wir einmal das Schloss an sich. So, remove, okay. Hier haben wir das Schloss. Sieht sehr schick aus. Dann haben wir hier die Mechanismen drin. Und hier ist dann wahrscheinlich noch so ein Kit, um das anzuschließen. Ja,
Das scheint dann wahrscheinlich. Also ich kenne mich mit smarten Schlössern nicht so aus und vor allen Dingen auch nicht, wie sie so richtig funktionieren. Deswegen möchte ich euch gerne mit auf diese Reise mitnehmen, das hier alles einmal so zu filmen und vielleicht sage ich dann in ein paar Monaten so, yeah. Damals wusste ich noch nicht, jetzt weiß ich, wie es geht. Und ich denke, dass ihr da auch dran interessiert seid. Hier ist so ein HomeKit-Code, den werde ich jetzt mal nicht zeigen. Könnte sein, dass ihr euch dann Spaß draus macht. Deswegen, ich lasse es mal lieber. Genau, jetzt haben wir hier die drei Sachen, die hier drin sind. Einmal die Bridge, einmal verschiedene Accessoires wahrscheinlich, oder nicht Accessoires, notwendige Dinge, um das Teil zu installieren, und einmal das Schloss selbst. Das war's mit dem Unboxing. Ich überlege, ein Einrichtungsvideo zu machen. Das ist dann ein bisschen schwieriger zu filmen. Aber vielleicht schaffe ich das ja dann. Wenn es dann kommt, dann werdet ihr es auf meinem Kanal finden. Deswegen gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Bleibt gesund und tschüss.